Ja, ist noch schwierig zu sagen, in welcher Gemütslage effektiv der CEO von der Berner Young Boys ist, Ilja Kenzing, nach dieser Partie. Natürlich aufgrund so, wie die Partie gelaufen ist, denke ich, müsste er eigentlich immer hoch jauchzen, denn nach der Teleclub-Nachspielzeit das letzte Rundstadion verlassen. Aber Ilja Kenzing, wenn wir ehrlich sind, es ist eigentlich Diebstahl wie Einbruch von der Dunkelheit gewesen, oder der Punktgewinn in letzter Sekunde. Ja, nicht wie, also wie die Partie ausgegangen ist, nicht wie sie gelaufen ist. Das hat doch ein bisschen mulmige Gefühle geweckt von den ersten Minuten an. Wir sind nicht konzentriert gewesen, sind nie im Match reingekommen eigentlich. Und glaube, wenige im Stadion hätten nach dem 2-0 auf uns noch gewettet. Aber spricht auch wieder für die Mannschaft, dass sie wieder mit dem Rücken zur Wand zurückgeschlagen hat und sich die Goal nicht rausgespielt hat und auch erarbeitet hat, wenn auch in den letzten Minuten noch. Also ich wollte nicht unhöflich sein. Nachträglich natürlich noch herzlich willkommen hier in der Teleclub Nachspielzeit. Das muss sein, aber jetzt ist eigentlich schon fertig mit der Höflichkeit, weil jetzt müssen wir doch auch ein bisschen genauer natürlich anschauen, was sie bereits erreicht haben. Jeder amerikanische Präsident, jeder Schweizer Bundesrat, aber natürlich auch Manager von der Berner Young Boys muss mal herstehen nach 100 Tagen und so lange sind sie jetzt plus minus im Amt. Wie fällt die Bilanz aus? Ernüchternd oder allenfalls gar vernichtend? Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, es ist natürlich schwierig, sportlich etwas zu beeinflussen. Ich meine, wir sind eine schwere Saison gestartet. Die letzte Saison mit dem verpassten Meistertitel hängt noch in den Köpfen rum, das ist ganz klar. Und jetzt gilt es sowohl im sportlichen Bereich, das Fundament, das aufgebaut wurde, ist zu festigen. Das ist noch nicht, der Zement ist noch nicht trocken. Und auch im kommerziellen Bereich müssen wir natürlich jetzt einen neuen Schwung holen. Nach 5 Jahren Aufbau müssen wir jetzt quasi in die nächste Phase hineingehen und weiter wachsen, damit das dann auch wieder im Sport zugute kommt. Und wir haben hohe Ziele. Ich glaube, mit den Voraussetzungen, die wir haben, mit dem VR, mit den Aktionären, die wir haben, die hinter dem Club stehen und ambitioniert sind, da gibt es keinen anderen Weg. Und das ist jetzt die Arbeit, die nach diesen 100 Tagen dann auch weitergesetzt wird. Und die ersten Ergebnisse sieht man dann sicher zum neuen Jahr hin. Aber Sie haben jetzt allenfalls bewusst gar noch nicht zurückgeschaut. Sie sagen einfach, was man alles erreichen will. Ich kenne Sie so gar nicht. Sie reden da wirklich mit einer Weichspülerstimme. Wenn ich Sie da so höre, dabei, man kennt es eigentlich anders. Sie sind natürlich durch Stahlbad von der Bundesliga gegangen. Dort haben Sie, weiss Gott, auch immer kritische Sachen müssen über sich gehen lassen. Sie haben für die fette Schlagzeile in der Boulevardzeitung Blick natürlich auch gesorgt, als verantwortlicher Sportchef. Und jetzt also eben sind Sie so ein bisschen diplomatisch und reden um den Brei herum. Aber die Fakten sind doch schon so, dass man 14 Punkte weniger hat zum gleichen Zeitpunkt wie vor einem Jahr. Und das kann ja eigentlich nicht der Ansprüche von der Berner Young Boys genügen. Ja, ich glaube, so um den Brei herum haben wir in den vergangenen Wochen nicht geredet. Der Druck ist schon kontinuierlich erhöht. Und man kann einfach immer nur wieder betonen, dass wir Mentalität und Qualität verändern müssen. Und ist klar, es hat Abgänge gegeben, die vielleicht nicht in dieser Form kompensiert worden sind, wie es gebraucht hätte, um in der Spitze mitspielen. Wir haben, Sie reden vom Sedou Doumbia und vom Filiappi. Absolut sicher zwei Spiele, die man so nicht auf die Schnelle kann kompensieren kann. Aber die Ansprüche sind gewachsen, im Gegensatz zu den Zugängen, die dazugekommen sind. Und ich glaube, da muss man sagen, dass wir noch einen Prozess vor uns haben. Darum können wir es ein bisschen entspannter jetzt sehen, weil die Einflussnahme begrenzt ist. Wir sind mitten in der Saison, erleben das auf und ab und können sicher die ersten Korrekturen dann Winterpause oder auf den nächsten Sommer anbringen, je nachdem, wo wir im Winter noch stehen, weil jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Eigentlich ist es erstaunlich, dass Sie trotz allem sehr forsch auftreten sind bei einem Amtsantritt. Da haben Sie die ganz grossen Parolen vorgeholt, obwohl Sie ja genau gewusst haben, zu Recht auch, dass es sehr schwierig wird sein, wahrscheinlich das Schiff sofort entscheidend können, in die richtige Richtung zu lenken. Also ich darf zitieren, unter anderem haben Sie die Berner Young Boys bei Ihrem Amtsantritt Mitte August mit Bayer Leverkusen, Ihrem Ex-Verein in der deutschen Bundesliga, verglichen, obwohl natürlich die Deutschen, glaube ich, ein x-faches höheres Budget haben. Also, ich denke, es verhinkt auch ein bisschen den Vergleich irgendwo durch. Und dann haben sie gesagt, man will sich am Weltmaßstab in dem sie messen und nicht an der Schweizer Verhältnis. Warum sind sie so, ich darf schon sagen, auf gut Zürichdeutsch gross gekotzt auftreten, obwohl sie gewusst haben, in der jetzigen Verfassung, gerade auch nach den angesprochenen Abgängen, wird IBE gar nicht so protzig können auftreten? Ja gut, die Vergleiche, da bleibe ich ja dabei. Ich meine, bei Leverkusen, da habe ich Perfektion kennengelernt im Club auf allen Ebenen, wo in Europa seinesgleichen gesucht hat, damals sicher auch jetzt noch der Fall ist. Und das ist das, was wir auch anstimmen wollen. Wir wollen überall perfekt sein, nicht nur sehr gut sein. Das ist unser Ziel, wenn wir jetzt auch noch teilweise weit davon entfernt sind. Aber das ist der Anspruch. Und ich glaube, so hohe Ziele muss man sich setzen mit unseren Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir da vorher gegangen sind. Es gibt keinen Weg zurück, es gibt keinen Weg nach rechts, nach links.
wir haben einen Club, der regional stark verankert ist, der national grosses Interesse hat, der international spielen kann, der Titel gewinnen kann, der eine unglaubliche Infrastruktur hat, das Nationalstadion, wir haben ambitionierte Aktionäre. Also, wenn das alles nicht reicht, um der Beste zu sein, und Weltmaßstab heisst nicht Weltklasse, aber das heisst, dass wir uns an allem, was wir möchten, natürlich an den Besten orientieren, international, nicht national. Und da wollen wir dann auch einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausholen. Und ich glaube, das muss einfach sein, weil alles andere würde Stillstand bedeuten und das würde dem ganzen Projekt IB nicht gerecht werden. Aber trotzdem, Sie waren ja insofern in einer schwierigen Lage bei Ihrem Amtsantritt, eben, wie Sie gewusst haben, Sie könnten nicht sofort alles irgendwie über den Haufen rühren und entscheidende Verbesserungen anbringen. Haben wir das trotz allem von Ihnen erwartet, dass Sie auch eben mit den grösseren Klappen auftreten? Ist da auch der Druck entsprechend von außen gewesen? Man hat das wollen hören, die Parole. Nein, aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was vielleicht IB in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten ein bisschen krankt hat daran, dass man immer gesagt hat, wir dürfen, aber eigentlich nie mehr müssen. Das wirklich macht doch der Berner auch so sympathisch. Das macht ihn natürlich sympathisch, aber leider werden die Abrechnungen jedes Wochenende nicht nach Sympathie gemacht, sondern nach Ergebnis. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass wir da die Mentalität und auch unsere Zielsetzungen dann auch konkret können verfolgen können. Und ich glaube, das ist etwas, was es vielleicht auch im Schweizer Fußball braucht, weil wenn wir uns nur immer bescheiden geben und Durchschnitt anstreben, dann werden wir auch die ganze Liga nie voranbringen. Und ich glaube, wir sollten da schon ein bisschen Mut haben, uns nicht zu klein machen. Und schlussendlich lassen wir uns auch daran messen. Und sonst würde es auch keinen Spass machen. Und ich weiss, der Druck ist gross. Natürlich allem vor allem auf mich. Und wenn es nicht läuft, dann muss man Konsequenzen tragen. Aber so funktioniert Fußball nun mal. So denken Sie einiges natürlich aus der deutschen Bundesliga. Importiert natürlich mit diesen Ankündigungen. Mit denen aber machen sie sich das Leben, eben, sie haben es auch selber gesagt, nicht ganz selber sehr einfach. Oder? Und vor allem auch der ganz grosse Widersacher, der FC Basel, wecken sie das ja noch mehr, wenn man überhaupt nicht wecken müssen. Also es ist ein Zeugler vom FCB und ich behaupte, wenn das nächste grosse Talent irgendwo im Schweizer Fußball auftaucht, dann wird das sicherlich beim FCB-Spiel auch nicht bei IB. Einfach, wie sie jetzt die Gegnerschaft geweckt haben. Oh, ich glaube, dass Konkurrenz belebt zum einen das Geschäft, zum anderen freut es uns natürlich, wenn sich am Rhein etwas bewegt aufgrund von unseren Äußerungen oder aufgrund von unseren Taten vor allem, weil Worte kann man viel verlieren, aber Taten muss man dann zeigen. Aber ich glaube, man kann es auch von der anderen Seite her sehen. Warten wir doch mal ab, vielleicht, dass die Taten dann zeigen, dass wir unseren Worten gerecht werden und dass wir eben nicht nur sozusagen Konkurrenz anstacheln, sondern vielleicht auch Konkurrenz überholen. Und daran lassen wir uns messen und ich glaube, alles andere anzutreten und zu sagen, wir wollen ein ehrfürchtig hinter Basel hinterher trotten. Das ist nicht mein Anspruch, das ist nicht der Anspruch von Spielern wie Marco Wölfli, Christoph Speicher, der gekommen ist. Ich glaube, David Degen, der extrem ambitioniert ist, auch nicht vom Trainer, nicht vom Vorstand. Also ich glaube, es muss einfach mal ausgesprochen werden. Klar, der Überbringer von der schlechten oder von der bösen Nachrichten ist oft der, der geköpft wird. Aber warten wir doch mal ab. 100 Tage sind sicher zu kurz. Wir wissen, die Worte zählen nicht, aber Taten werden folgen, das kann ich garantieren. Heute sind Sie und Ihre Mannschaft mit einem blauen Auge davongekommen, mit dem 2:2 sicherlich ein gewonnener Punkt im Endeffekt. Aber trotzdem, der Rückstand auf den neuen Tabellenführer auf der FC Luzern ist angewachsen. Der hat heute gerade mit 3:2 geschlagen. Also da muss man zuerst jetzt mal den aktuellen Rückstand auf der Rieder FCL aufholen in der Tabelle, um wirklich dann dorthin zu kommen, wo man auch möchte. Für das braucht es möglicherweise aber auch Geld. Ist das Geld umgeblieben? Ja, wir machen natürlich momentan so ein bisschen Politik die kleinen Schritte, was zuweilen auch frustrierend ist, weil man weiss eigentlich, was möglich wäre, aber man muss immer eigentlich von Match zu Match schauen. Wir haben erst einmal in dieser Saison zweimal hintereinander gewonnen und müssen jetzt vielleicht auch Verstärkungen in Richtung Winter, in Richtung Sommer, sozusagen während laufendem Spielbetrieb holen, uns Gedanken machen, die schon weit über die Daten rausgehen. Und Investitionen werden sicher nötig sein auf dem Weg, das ist ganz klar, aber eben Investitionen heisst, dass vielleicht Verstärkungen kommen, die das auch zurückzahlen, nicht nur mit sportlichen Zinsen, sondern dass wir die Mannschaft attraktiver machen wollen, Charaktere reinbringen und dass wir die Jungs, die da sind, eben wollen, weiter ergänzen, verstärken und das ganze Gebilde eben nicht nur in die Breite bauen, sondern auch in die Höhe. Aber es ist also nicht nur erkannt, dass man investieren müsste, sondern auch der Wille ist da, dass man konkret also nochmal einen Batzen heranlegt und neue Spieler holt. Weil es ist ja gerade aus Ihrer Sicht wahrscheinlich jetzt der Moment, zum investieren, also jetzt mal im spätestens
in der Winterpause mit ihrem Amt antritt, dann ist der Moment da für neue Investitionen. Ich denke, wenn sie dann 3 Jahre da bei beim Geschäft sind, dann fließt wahrscheinlich das Geld auch weniger locker. Nein, ich glaube, Winterpause ja. Wir sind schwer am Arbeiten seit diesen 3 Monaten im Scouting, im Transferbereich. Sehr viele Gespräche, sehr viele Beobachtungen, sehr viele Abklärungen, wo wir uns mit mehreren Optionen vorbereiten. Aber ob wir schon im Winter etwas machen können, entscheidet wirklich ab Vorrunde. Sollten wir den Anschluss an die Spitze verlieren, was leider noch möglich ist, dann muss man sich überlegen, ob man nicht schon gezielt auf den Sommer hinplant. Sollte im Winter noch etwas möglich sein, wäre es eben fahrlässig, vielleicht die Chance nicht zu nutzen. So wie ein bisschen vor einem Jahr, wo man doch den Abgang hatte. Der Jappi ist quasi weg gewesen, der Gesal ist weggegangen. Und dann hat man den Meistertitel verspielt. Das soll uns nicht passieren, wenn wir noch eine Chance haben, vorne dabei zu bleiben. Und damit meine ich nicht nur den Meistertitel, aber auch die internationalen Plätze.